Zaubermoos. Psst, sie gliesslig. Siehst du denn nicht, dass alle schlafen? Nein, es ist ja so dunkel in eurem Mausloch, dass ich nichts sehe. Ist ja auch mitten in der Nacht und alle schlafen. Die Ami, Bibi, Zitra, der Dom, Flo. Willst du jetzt aber nicht alle deine 24 Geschwister aufziehen? Wenn sie lachen, komme ich wieder schimpfig rüber. Die schlafen doch wie Wurzeln. Warum schlafen Wurzeln? Wenn sie schlafen, dann schlafen sie schon. Und um die Zeit, jetzt, schlafen sie. Und du? Ich schlafe nicht, wie du siehst. Aber ich schlafe. Oder besser gesagt, ich habe geschlafen. Und du kommst einfach mitten in der Nacht zur Wand aus und weckst mich. Ist es eigentlich lässig, mit 24 Geschwistern zusammen im gleichen Bett zu schlafen? Ja, nur 23 Geschwister. Wie viel Mal muss ich dir das noch sagen? Wir sind 24 mit mir. Das heisst, ohne mich 23. Das heisst, ich habe 23 Geschwister. Ja, von mir aus 23 Geschwister spielt ja nicht so eine Rolle, oder? Doch, eben spielt es eine Rolle. Es heisst immer, es gäbe zu viel Müsse. Und den übertreibt man auch noch. Wir sind insgesamt 24. Plus? Papa und Mama macht 26. Ja, aber das sind keine Geschwister. Ist ja gut. Ich wollte nur mal wissen, wie es so ist, wenn man 26. im gleichen Bett liegt. Wie es ist? Es ist halt... Man weiß manchmal nicht so recht, welcher Fuß das einem gehört und welche Pfote noch mit der Schnauze hat. Ist es auch mühsam, weil einem die anderen immer kützeln, wenn sie sich im Schlaf umdrehen. Interessant ist das, sehr interessant, so eine kommunitäre Wohnform. Hä? Und wegen dem hast du mich jetzt aufgeweckt? Ja, das heisst, nein, es geht um viel mehr natürlich. Ich überlege mir viel in der Nacht, sehr viel überlege ich mir. Aha, und was überlegst du dir denn? Im Moment gerade überlege ich mir, wohin geht man, denn wenn man schläft. Das ist doch ganz klar. Wir müssen gehen in die Maushöhle. Die Maulwurf gehen in die Maulwurfshöhle. Der Fuchs der geht in die Fuchshöhle und so weiter. Ja, das schon. Aber dann, wenn ihr in der Maushöhle seid, wohin geht ihr nachher, wenn ihr schlafend? Schlafen, denk, Marzipan. Ich glaube, du studierst zu viel. Also bevor ich gekommen bin, wo bist du dort gewesen? Ja, auf dem Stroh mit der Ami, der Baby, der Zitra, der Dong, der Flora. Ja, das ist mir jetzt auch klar. Aber gerade bevor du aufgewacht bist, wo bist du gsi? Da habe ich denk geschlafen. Und weisst nichts mehr? Träumt habe ich etwas. Aha, und was? Ich weiß es nicht mehr so genau. Du hast mich geweckt und jetzt habe ich es vergessen. Wenn du noch wüsstest, was du geträumt hast, dann könnte man vielleicht herausfinden, wo ihr Müsse sind, wenn ihr schlafend. Jetzt kommt es mir. Ich war in einem Garten und habe Erdbeer-Honig-Bananen-Hafer-Käse gegessen. Und dann ist ein Wurm aus der Erde rausgekommen und hat mich aufgeweckt. Erdbeer, Honig, Banane, Haferkäse. Hat es noch andere Müsse dort gehabt? Ja, die ganze Familie, damit Baby, Zitra, der Dom, Flora. Willst du jetzt aber nicht alle deine 24 Geschwister aufzählen? 23. Weißt du, was wir jetzt machen müssen? Nein, was? Die anderen wecken und sie fragen, ob sie auch von dem Garten und von dem Erdbeere, Honig, Banane, Haferkäse geträumt haben. Weh, du weckst auch nur einen. Wenn wir sie jetzt nicht aufwecken und sie nicht fragen, dann wissen sie morgen am Morgen nichts mehr, weil sie es vergessen haben, was sie träumt haben und die ganze Forschung ist wieder am Nullpunkt. Warum haben die Würm eigentlich immer so wahnsinnig hartnäckig sein? Das ist der Wissensdurst, wo uns Würm von Frage zu Frage treibt und ohne uns gibt es keinen Fortschritt. So viele Lebewesen gibt es über dem Boden. Auf dem Boden und unter dem Boden und alle leben einfach in den Tag hinein. Zum Glück gibt es da noch einen wie mich, der nicht mit ein bisschen Erdbeer, Honig, Banane, Haferkäse zufrieden ist. Psst, das war aber ein ganzer Berg. Nicht nur ein bisschen. Einer, der will wissen, woher das alles kommt. Aus dem Garten. Ich habe das ja schon mal gesagt. Und der Garten? Woher kommt der Garten? Aus meinem Traum. Und woher kommt der Traum? Aus meinem Kopf. Aha.
So einfach machst du dir das. Das hätte ich mir ja denken können. Ich mache eine Wette mit dir. Wenn wir beide schlafen und uns dann im Traum treffen, dann weißt du nicht mehr, ob der Traum in deinem Kopf oder in meinem Kopf ist. Probieren wir es aus. Lieg da her neben mir, aber weck den Toni nicht auf. Der hat nämlich das Bein über meinen Ohren und Bebe liegt über dem Bauch vom Toni und hat Schnauze auf dem Rücken von der Monika und... Abgemacht, wir schlafen jetzt. Und dann treffen wir uns im Garten vom Erdbeere, Honig, Banane, Haferkäse. Marzipan, wo bist du? Da, wo bist du? Da. Wo ist da? Da. Da? Ja. Und der Erdbeere, Honig, Banane, Haferkäse? Dort. Wo dort? Dort. Tatsächlich. Da ist der Erdbeere, Honig, Banane, Haferkäse. Ein ganzer Berg. Und kann man ihn auch essen? Es ist ja ein Traum, Erdbeere, Honig, Banane, Haferkäse. Und deine 24 Geschwister? 23. Ah, da hinter dem Berg sind sie ja. Sie tun alle essen. Ich probiere es auch einmal aus. Mmh. Das ist ja meine Güte, Heimatstude, Wundersapperlot. Wie soll ich mich noch steigern gut? Nicht schlecht, stimmt. Vor allem Banane. Und der Käse passt erstaunlich gut zusammen. Weißt du was? Ich wollte meiner Schwester, die Xenia, sagen, dass wir gerade im Traum sind. Aber sie hat nur den Kopf geschüttelt und dann weitergegessen. Interessant, sehr interessant. Entschuldigung, Mutter Maus, das ist gar kein richtiger Erdbeer-Honig-Bananen-Haferkäse, das sind nur Traum-Erdbeer-Honig-Bananen-Haferkäse. Mama will das nicht wissen. Sie schüttelt nur den Kopf. Sie träumen eben alle und sie wissen nicht, dass sie träumen. Wir aber träumen und wissen, dass wir träumen. Meinst du, sie erinnern sich noch an den Käse, wenn sie aufwachen morgen Morgen? Weiß nicht. Gehen wir wieder raus? Meinst du eben? Einfach zurück. Einverstanden. Eins, zwei, drei, aufwachen. So, da wären wir wieder. Was sagst du jetzt? Ist es in deinem Kopf gewesen oder ist es in meinem Kopf gewesen? Psst, das ist noch schwer zu sagen. Also, wenn es in meinem Kopf gewesen ist, dann wärst du zu mir in meinem Kopf auf Besuch gekommen. Ja, und wenn es in meinem Kopf gewesen wäre, dann wärst du zu mir in meinen Kopf auf Besuch gekommen. Meinen ist grösser. Das heisst noch gar nichts. Immer tust du so gescheit. Soll ich gescheiter blöd tun? Und jetzt will ich wieder schlafen. Und ich? Dann kannst du ja noch etwas bleiben. Ja, das wäre noch schön. Ich bin sonst meistens allein, wenn ich schlafe. Und auch sonst bin ich halt... Du hast doch mich, Marzipan. Und morgen, wenn deine 24 Geschwister die aufwachen, dann gibt es sicher wieder Lampen. Ich habe doch schon 10-mal gesagt, es sind nicht 24. Ich glaube, du machst das extra. Ich sage dir es jetzt ein für alle Mal, wir sind insgesamt 24. Das heisst, ich habe 23 Geschwister und die sagen nichts, wenn sie aufwachen. Schließlich wissen sie ja, dass wir Freunde sind. Jetzt ist er eingeschlafen, der Marzipan. Ja nun, dann schlafe ich halt auch noch ein bisschen. Gute Nacht. Wo gehen wir in der Nacht, wenn nur der Mond noch wacht? Wo gehen wir alle hin, denn wenn der Tag vorbei? Ich mache meine Augen zu, doch Papa sag, was kommt, denn in der nächsten Stund, wenn ich bald schlafen tun. Naomi, wo da neben mir ruht, ist die am gleichen Ort wie ich oder weit fort, wenn sie bald schlafen tut. Wo gehen wir in der Nacht, wenn nur der Mond noch wacht? Wo gehen wir alle hin, denn wenn der Tag vorbei? Ich glaub, es gibt ein Träumerland, wo jeder besuchen wird und Kind, wir sehen uns dort, denn alle miteinander.
Ja, Papa, denn kannst sicher sein, im Traum schaffst du nicht viel und wir machen das Spiel nur Mama, du und ich und Naomi von mir aus. Da gehen wir in der Nacht, wenn nur der Mond noch wacht, dort gehen wir alle hin, denn wenn der Tag vorbei ist.